Da war er also, der sehnlich erwartete Ballartist, und mit ihm gleich ein zweites Naturschauspiel. Sonnenfinsternis über dem Volkspark, da wurde die Sonne also plötzlich eckig, was den Ball überraschend kalt ließ. Der blieb rund. Und während die Fans ihrem neuen Liebling nochmal freundliche Grüße entboten, legte der HSV schon ziemlich ungeniert los. Die Gastgeber in Weiß-Rot und mit dem Elan von München. Kmetsch ist das. Weiter auf Hartmann, der heute Libero spielte, wieder mal. Dann Markus Schupp, super gespielt auf Schnur. Und Uli Stein. Er hatte gut zu tun in der alten Heimat und machte das mit all seiner Routine. Wieder die Norddeutschen. Schnell, direkt und spielerisch überlegen. Cardoso im Zweikampf mit Reb. Mit viel Biss heute bei seiner Premiere. Die Hereingabe und das Tor. 1:0 für den HSV durch André Breitenreiter, sein dritter Saisontreffer. Und da waren nicht mal 6 Minuten vorbei. Von Cardoso war es ausgegangen. Aber die Flanke wurde erst möglich durch diesen Fehlschlag von Reb. Und danach ging alles ganz einfach und schnell. Die Cardoso-Beobachtung. Kämpfen, durchsetzen gegen Reb, dann Technik ausspielen und abjubeln. Die Vorarbeit zur Führung, ein Stückchen Leihgebühr, war damit bereits wieder eingespielt. Cardoso machte es mit seinem 5. Ballkontakt. Und der HSV setzte nach. Nur 1 Minute später. Von Schupp wunderbar gespielt. Behron dann weiter auf Spörl. Und was für eine Möglichkeit für den Mann, der durch Cardosos Verpflichtung wieder auf seine angestammte rechte Seite zurück durfte. 10 Minuten, 3 Chancen, das war der heiße Auftakt von Hamburg. Danach machten beide Teams rund 20 Minuten Pause, bis dann endlich auch die Arminia kam. Reb. Die erste gefährliche Szene für die Gäste. Und da war noch ein Hamburger dran, also Eckstoß. Hartmann vorbei am Ball. Gefährlich ist es dann. Und Spörl nochmal dazwischen. Mit vereinten Kräften hatten sie das Schicksal nochmal abgewendet. Er konnte es nicht fassen, dass die Arminia diese Unpässlichkeiten in der HSV-Deckung nicht genutzt hatten. Alles kickte wild durcheinander und beinahe wäre es sogar noch ein Eigentor geworden. Dann nach gut einer halben Stunde bereits der erste Wechsel. Reyna kam für Stefan Kunz, der sich wohl beim Länderspiel in Armenien eine Magenverstimmung zugezogen haben muss. Und so langsam nahm auch der HSV wieder Fahrt auf. 8-mal hatten sie bisher zu Hause gegen Bielefeld gespielt und dabei 8-mal gewonnen. Das durfte am liebsten so weitergehen. Markus Schupp und die leidige Angelegenheit mit dem erfolglosen Abschluss. Er fühlte sich wohl neben Cardoso und er hatte auch gute Ideen, aber er wartet weiter auf sein erstes Punktspieltor für den HSV. Und weiter die Gastgeber. Sie waren hochgradig überlegen. Schopp, Breitenreiter gegen Stein und da hätte er die Arminen bereits ins Tal der Tränen entlassen können. Immerhin, Bielefeld mühte sich ja zu langsam auch um erbauliche Aktionen. Aber dieser Fehlpass von Maas, Spörl dazwischen, direkt auf Behron und los ging's mit Elan. Behron gegen Stein und im zweiten Versuch hinein. 2:0, 37. Minute, das 4. Tor für Carsten Behron in der laufenden Saison. Der Ausdruck Hamburger Dominanz vor der Pause. Da sehen Sie es nochmal, der gepflegte lange Ball von Spörl. Behron in den freien Raum gestartet. Und Glück dann allerdings, dass der Ball von Stein direkt zum Schützen zurückspringt. Halbzeitstand damit 2:0. Hochverdient für die Hamburger. Der verletzte Richard Golz nahm es gelassen zur Kenntnis und Felix Magath brachte mit Fischer und Frieshansen nach dem Wechsel 2 neue Spieler. Schupp, sehr agil heute. Und wieder Behron, die Chance zum 3:0, vereitelt durch Uli Stein. Aber Behron hatte sich den Ball wohl auch zu weit vorgelegt.
Felix Magath schien nicht ganz der Glücklichste. Und jetzt kam auch noch die Arminia. Eckstoß Breitkreuz. Dann Flanke Breitkreuz. Und da steht es nur noch 2:1. Torschütze Silvio Meißner, sein erster Saisontreffer. Es war ein Tor aus heiterem Himmel, völlig unerwartet. Schön vorbereitet zwar, aber schauen Sie, wo der eingewechselte Fischer steht. Viel zu weit von Meißner entfernt. Und dieses Anschlusstor drehte plötzlich ein ganzes Spiel um. Vor 31.000 Zuschauern begann jetzt die Zeit von Arminia Bielefeld. Wie aufgedreht kickten sie plötzlich. Fuchs gegen Hartmann. Da fällt er und da entscheidet Schiedsrichter Frank Fleske auf Elfmeter. Es war eine ganz harte Nummer. Zumindest, da sehen Sie hier kein klares Foul. Und dann auch noch genau an der Linie. Aber die zählt ja zum Strafraum und darum kann man diesen Strafstoß geben. Der erste für Bielefeld in der laufenden Saison. Breitkreuz. Und das 2:2. Der Ausgleich innerhalb von 5 Minuten. Der HSV hatte sich durchaus tollpatschig angestellt und darum irgendwie auch selbst schuld an dieser Entwicklung. Nun mussten die Gastgeber also wieder von vorn anfangen, aber auf Kommando den alten Spielfluss wiederfinden, das geht auch nicht immer. Cardoso war das, gab einen ordentlichen Einstand und dann wird Schopp gezogen von Gerber. Das hat Konsequenzen durch den Unparteiischen, denn Fleske schaut sich die Rückennummer an, zieht gelb und rot hinterher und die Arminia ist damit noch eine Viertelstunde in Unterzahl. Sicherlich ein Foul von Gerber, aber irgendwie doch nicht unbedingt verwarnungswürdig. Wie beim Elfer kann man geben, muss man aber nicht. Der Freistoß, Schupp. Chance verpasst, Sieg verpasst. Es blieb beim 2:2 bis zum Schluss. Bielefelds erster Punktgewinn überhaupt in Hamburg. Da konnte dann auch Uli Stein sich mal wieder freuen. Aber der HSV hat dabei kräftig nachgeholfen. Matthias Stach mit Felix Magath. Wir hätten 4-5-0 führen müssen, haben aber unsere weiteren Torchancen nicht genutzt. Und dann eine Unachtsamkeit hinten, hat dann einen Gegentreffer gebracht und schon war Unordnung und wir haben es nicht mehr in die Reihe gekriegt. Ein Wort zur Leistung von Rodolfo Cardoso? Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er hat seine Aufgabe sehr gut gemacht und ich bin sicher, wie gesagt, er wird noch stärker werden.